Bis auf Moritz Müller und Julian Krobot sind sie fast in Bestbesetzung. Und wir gehen rein in diese Partie. Köln in Rot von links nach rechts, die Schwenninger Wild Wings in Weiß mit blauen Hosen. Oben eingeblendet sehen Sie die Heimbilanz der Haie, während wir den ersten Abschluss durch Tureson schon gesehen haben. Erst 9 Siege für die Wild Wings in Köln. Schauen wir nochmal hier aus der Hintertorkamera. Schleicht sich da in die gefährliche Zone. Und dann trocken. Drittbestes Unterzahl der Liga, die Kölner Haie. Jetzt mal gefährlich. Karatschun, das war knapp. Und da ist er drin. Tyson Spink. Der One-Timer. Nächstes Bulli, das an die Kölner geht. Diesmal gewonnen durch Aubry. Tureson abgefälscht drin. Balen mit seinem zweiten Treffer. Der Puck kommt von außen von Tureson. Schwer an der Kufe etwas war. Zweites Powerplay für die Schwenninger Wild Wings. Und die haben eine 100%-Quote heute. Nicht festhalten, sehen wir hier sehr schön. Pankowski sieht nichts, bekommt den Puck an die rechte Schulter. Und vorne drin ist es Hungerecker, der das Ding gefährlich abfälscht und Schwenning führt. Hungerecker vorne versucht, den Schuss von der blauen Linie abzufälschen. Dann kommt der Puck zurück von der blauen und dann 3-2 für die Wild Wings. Schauen wir hier nochmal drauf. Weil Hungerecker da vorne für Verkehr gesorgt hat. Und dann auf der anderen Seite Köln gefährlich. Köln mit dem Ausgleich. Tureson ist da. Sekunden später Tureson mit dem Ausgleich. Kamera, letzten 5 Sekunden auf der Uhr, aber das wird nichts mehr. Auch nach 65 Minuten. Weiter geht's. Der nächste Spink. Diesmal Tyson. Tyson Spink, der macht's durch die Schoner von Pankowski. Köln muss jetzt treffen, sonst geht der Zusatzpunkt nach Schwenningen. 2 Tore hat er schon am heutigen Abend. Balen gegen Küpper. Balen macht's nicht. Die Schwenninger Wild Wings gewinnen mit 4-3 nach Penaltyschießen in Köln. Die Siegesserie der Haie endet nach 3 Siegen. Hier nochmal der letzte Penalty von Nick Balen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.